Dann müssen wir uns am Abschluss fragen, warum machen wir das eigentlich? Was steckt denn hinter dieser Haltung, die wir bei Frau Schubert kennengelernt haben? Sehen wir uns dazu noch einmal die beiden Lehrkräfte an. Die Haltung von Herrn Bach im Hinblick auf die Förderung von Begabungen, Sie erinnern sich sicher, ist auf eine Leistung bezogen, auf eine normierte Fachkriterien dessen, was Leistung und Begabung ist. Das hat gewisse Vorteile, die haben wir schon besprochen, also zum Beispiel, dass die Leistungen vergleichbar sind und standardisierbar sind. Auf der anderen Seite, Sie erinnern sich, hat es auch den Nachteil, dass Kinder mit dieser Form der Förderung und Findung von Begabungen nie wirklich lernen mit dem, was da entdeckt wird, mit ihren Stärken, vielleicht auch mit ihren Schwächen, eigenverantwortlich umzugehen. Frau Schuberts Verhalten, ihre Haltung zum Finden und Fördern von Begabungen war ein anderes, ein breiteres, ein sicherlich auch unspezifischeres. Das aber, wenn Sie sich erinnern, hat zum Vorteil, dass die Kinder von Anfang an lernen mit dem, was da entdeckt wird und mit dem, was da sozusagen auch aufgedeckt wird, von Anfang an eigenverantwortlich umzugehen. Warum ist das aber letztlich nicht nur für Lehrkräfte wichtig, offene Methoden sozusagen hier zur Verfügung zu stellen, sondern auch für die Kinder? Das, was Kinder an Selbstständigkeit hier erlernen, entdecken und finden, das hat ja nicht nur Auswirkungen innerhalb der Schule. Also die Freiheit im kreativen Problemlösen, die Fähigkeit, selbstgesteuert zu lernen und auch die Freude an einer Sache, ein Interesse zu finden oder vielleicht auch die eigenen Stärken zu entdecken, das wirkt natürlich auch außerhalb der Schule nach. Und da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt angelangt. Selbstständig zu sein ist nicht nur etwas, was innerhalb der Schule von Wichtigkeit ist, sondern es ist auch außerhalb der Schule wichtig, dass Menschen gelernt haben, Probleme kreativ zu lösen und auch zu wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Das ist etwas, was auch für einen gelingenden Lebensentwurf von immanenter Bedeutung ist, sodass wir ein glückliches Leben führen können. Apropos Glück. Glücklich sein oder, wie Csikszentmihalyi sagt, ein Flow-Erlebnis zu haben, also in eine Sache konzentriert einzutauchen, sich in eine Sache zu vertiefen, für eine Sache zu brennen, das ist etwas, was wir auch außerhalb der Schule sehr dringend brauchen, um dort auch Berufe zu finden oder Bereiche zu finden, in denen wir ein gelingendes Leben auch für uns gestalten können. Und dieses gelingende Leben gestalten, das sollten wir schon in der Schule lernen. Also eigentlich ist eine begabungsfördernde Schule auch eine Schule, in der wir lernen, glücklich zu sein. Zum Abschluss die Frage, kann man eigentlich eine Haltung erlernen? Selbstverständlich. Jeder von Ihnen kann zu einer gewissen Sache eine Haltung einnehmen oder Sie können auch von anderen Personen eine Haltung einfordern. Aber um das geht es bei pädagogischer Begabungsförderung gar nicht mal so, dass Sie irgendeine Haltung einnehmen, sondern dass Sie gelernt haben, zu wissen, zu verstehen, warum Sie eine bestimmte Haltung einnehmen, welche Ziele hinter einer bestimmten Haltung stecken und warum Sie eine ganz bestimmte Haltung zu einer ganz bestimmten Sache einnehmen wollen. Es ist also die Reflexionsfähigkeit, die Lehrkräfte oder Schülerinnen erlernen, um mit Begabungen, mit ihren Stärken, mit ihren Interessen, ganz sicher auch mit ihren Schwächen, die sie dabei entdecken, umgehen zu lernen, um sie für ein gelingendes Leben zu transferieren und letztlich auch damit Glück zu finden. Sie kennen sich nun auf unserer Bildungslandschaft, unserer Lernlandkarte schon gut aus. Natürlich gibt es noch sehr viel zu erforschen. Und ich lade Sie herzlich ein, sich in diesem weiten Land der Begabungsförderung, der pädagogischen Begabungsförderung, noch selbstständig, selbstgesteuert und eigenaktiv weiter zu bewegen. Ich lade Sie ein, vergessen Sie nicht, sich auf dieser weiten Reise hier und da am Erholungsarchipel auszuruhen oder glücklich an der Aussichtshöhe über Begabungsförderung zu reflektieren. In diesem Sinn, nehmen Sie Haltung an.